Der Verfall des Rubels und der Schuldenstreit mit der Ukraine haben beim russischen Gasproduzenten Gazprom den Gewinn einbrechen lassen. Unter dem Strich wies der Weltmarktführer für die ersten 9 Monate 2014 einen Rückgang von 35% auf 7,3 Milliarden Euro aus. Allein der schwache Rubel belastete danach die Bilanz mit gut 4 Milliarden Euro. Gazproms Umsatz stieg gleichzeitig um rund 6% auf 51 Milliarden Euro. Die Konzernführung schloss Abstriche bei den Investitionen nicht mehr aus.